Morgen, Leute! Ja, und bei einem sonnigen, strahlenden Tag im Moviepark. Echt? Ist das hier der Moviepark? Dann ist das Auto wieder zum Moviepark gefahren. Ja. Der will einfach, der kennt einfach keine andere Strecke. Ja, anscheinend nicht, ne? Ja, für uns ist der Weg, für euch das Intro und dann sehen wir uns im Park wieder. Bis gleich. Freizeit Winnie on Tour. Ja, wir sind drin. Und das sogar richtig schnell. Ja, wir haben es gerade gefunden. Ja. Ja, wir sind noch ein bisschen später dran. Viertel nach heute. Egal. Egal, wird nachgeholt. Bleib mal eine Viertelstunde länger. Ist die Idee wert. Ja, und jetzt geht es ja für uns zuerst als Aktion. Wasser lassen. Gefilmt. Muss ich jetzt noch was sagen? Er hat es ja schon für mich getan. Auf geht's in die Stancho! Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier aus Los Angeles zu den großen Golden Sam Awards. Mein Name ist Chris Stark und ich begleite Sie heute ein wenig durch das Programm. Ja, so langsam füllt sich hier schon die Ränge. Ja, es ist echt voll hier. Film jetzt nicht, ja? Danke. So. Ja, wen haben wir denn bei uns im Theater? Die Stars und Sternchen kommen natürlich alle so langsam, aber sicher an. Natürlich alle Backstage, wie wir stehen. Die Paparazzi. Ja, wer ist also da? Ich habe gehört, Arnold Schwarzenegger soll da sein. Er soll heute noch mal einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Hasta la vista, baby. Ja. Sie wissen Bescheid. Wer ist noch da? Jim Carrey soll da sein. Ja, er hat sich endlich mal den Bart abrasiert und ich bin gespannt, ob er immer noch so aussieht wie Ace Ventura. Alright, ja, wir werden es sehen. Oder auch nicht. Mal sehen. Ja, wen haben wir noch da? Also nein, ich habe gehört, es soll heute Abend auch Sebastian Vettel kommen. Ja, er hat allerdings in Pittsburgh noch einen Pitstop eingelegt. Da schauen wir mal, wann er da ist. Ich weiß ja nicht, was so ein Wagen da fährt. Ja. Des Weiteren haben wir heute Abend an unserem roten Teppich unser Action-Duo des Jahres hier. Ja. Angelina Kropp und James McDean. Ja. Sie kennen sie vielleicht aus Filmen wie hier. Den einen. Ja, den einen kennen sie bestimmt. Und wenn sie sie sehen, dann sehen sie sie ja. Ja. Gut, das wird ja was hier. Hier brennt der Asphalt, meine Damen und Herren. Die Stars sind so heiß. Ich bin gespannt, was wird heute hier geschehen. Das Rahmenprogramm ist auch wunderbar. Wir haben Sänger vom Feinsten. Wir haben Comedians vom Feinsten. Wir haben eigentlich alles nur vom Feinsten. Was sonst? Selbst Freddy ist vom Feinsten. Ja, komm. Natürlich ist Chris auch vom Feinsten. Natürlich, ja. Ein bisschen bescheiden heute, aber... Ja, gut. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich schalte deswegen noch mal kurz in die Werbung. Ja. Ich muss noch eine Regieanweisung umsetzen. Ja, das ist so leid, wenn das auch tut, aber naja. Was soll man machen? Die Regie ist der Chef. Ja. Gut, worum geht es? Es geht darum, dass wir natürlich hier ein Live-Event haben, meine Damen und Herren, hier im Publikum und auch für Sie an den Fernsehgeräten zu Hause. Wir müssen hier Stimmung machen. Ja, ich brauche hier unbedingt weltbeste Stimmung. Und deswegen würde ich gerne mal einen Applaus der Stufe 1 mit euch trainieren. Nee, stopp. Das war ja noch nicht mal 0,2. Ich brauche 1! Ah, hier hört sich denn dann einer Applaus der Stufe 2 an.
wenn ihr natürlich nachher den Stars und Sternchen erscheint, dann brauche ich hier Euphorie! Stufe 3! Sehr schön! So, jetzt auch mal gerne so einen Applaus, ja? Ach Gott, Freddy, weil du es bist! Stufe 3! So, sehr schön. Meine Damen und Herren zu Hause, ich habe natürlich nicht mitbekommen, wie Sie jetzt so geklatscht haben, aber Sie können mir gerne ein Video schicken unter der Adresse www.videosong.com. Ja, so. Na, da freue ich mich schon drauf. Dann schalten wir nochmal kurz in die Werbung. So, meine Damen und Herren, ich habe vorhin schon von Rahmenprogramm gesprochen. Ja, wir haben etwas ganz Besonderes für Sie. Ich werde es nicht verraten, Sie müssen einfach mal hinschauen. Ja, also ich bin jetzt schon begeistert. Regie, Office, haben wir vielleicht mal so ein bisschen Hollywood-Musik? Ja? Alles aus. Oh, jede Sekunde ist es soweit. Ach, was machst du? Ach, wir sind gleich live. Nur das Mikro? Sehr schön. So, meine Damen und Herren, lassen Sie sich überraschen und verwöhnen. Komm, scan mal eben ein. So richtig mitgeswingt. Also, ja, manchmal wünsche ich mir, ich wäre Tänzer geworden oder so. Ja, naja, man kann nicht alles haben. Ich war Freddy. Ja, sehr schön. So, ja, aber. Du, guck mal. Am roten Teppich ist gar nichts mehr los jetzt. Kommt ihr nochmal? Nein? Ja, dann müssen wir. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich habe eine Idee. Moment. So, ich brauche mal 6. Freiwillige, die mit mir an den roten Teppich gucken möchten, bitte einmal die Hände hoch. I need 6 volunteers to join me at the red carpet. So I need your hands up. Ja. So. Aha. Dann schauen wir mal hier erstmal. Ja, wenn die kommt. So. Dann wollen wir mal gucken. Also. Einmal die junge Dame da mit dem blau-weißen Shirt und einmal den mit dem Ananas-Shirt. Sehr schön. Da habe ich schon mal 2. Stellt ihr euch bitte einmal hier ans Körchen. Dankeschön. So, jetzt wollen wir mal sehen. So. Gucken wir mal. Gucken, ja, gucken. So. Ach, so viele Hände, das ist immer schlimm. Denke ich jetzt so viel. So, wen haben wir da? Dann nehmen wir einmal dich hier vorne mit dem pinkfarbenen T-Shirt. Ja, du, genau. Jetzt brauchen wir noch einen Jungen. Ich bin auf den Augen taub. So. Ein Junge. Dann nehmen wir noch dich da. Ja, mit dem Minecraft. Rucksack, das ist das Ding. Komm, wir gehen doch mal einmal. Gehst du auch bitte vorne ans Körchen? Sehr gut. So. Und jetzt mal hier. Aha. Einmal du mit dem Vans-T-Shirt und dann brauchen wir so einen jungen Mann. Da, guck mal, da ist das Spider-Man. Ja, Spider-Man ist super. Der kleine Peter Parker, meine Damen und Herren. Peterchen auch genannt. Oder Parkerchen. Wir müssen jetzt zurück. Und Freddy, wir müssen, warte, sollen wir... Nee, da krieg ich einen Knoten in der Beine. Komm, irgendwie anders. Du musst, ja. Sehr schön. Kommst du mal mit? Ja. Klasse. Ready? Alles im Bild. Sehr schön. Komm du mal hier hin. Ja, du bist jetzt der Erste. Hallo. Ja. Wer bist denn du? Bei die Eva Kinkampi. Wer bist du? Jason. Hallo Jason. Und du magst Spider-Man, richtig? Sehr?
Sehr gut. Willst du selber mal ein Spider-Man werden? Das wäre cool, ne? Einfach so richtig schlucken. Zack, geht's los. Fände ich auch gut. Ja, sehr schön. Gut, dass du da bist, Spider-Man. Jason. So. Hallo, wer bist du? Jörn ist ein interessanter Name. Wo kommt der denn her? Aus dem Schwedischen. Oh, bist du Schwedin? Nur der Name kam daher, ne? Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. So, Hallöchen, wer bist denn du? Ich bin André. Hallo, André. Du spielst gerne Minecraft, ja, kann das sein? Ja. Woran habe ich das bloß erkannt? An deinem T-Shirt und an deinem Rucksack vielleicht, ne? Ja. Ah, ne? Aber magst du auch SpongeBob und Patrick? Bisschen. Bisschen? Mann, das ist doch die coolsten überhaupt. Na gut, aber trotzdem schön, dass du da bist, ja? So, Hallöchen. Und du bist? Eliza. Hallo, Eliza. Eliza. Ah, okay, Entschuldigung. Eliza, ich muss mich verbessern, meine Damen und Herren. Im Untertext bitte auch mal kommen. Ja, sehr schön. So. So, bist du etwas nervös? So gar nicht? Nein. Ganz cool? Wow. Also ich bin immer nervös, wenn ich hier stehe. Na ja, gut. Ja, gut, dass du so cool bist. Bleib so, ja? Schön, dass du da bist. So, und wen haben wir hier? Ich bin der Luca. Hallo, Luca. Ganz ehrlich? Magst du Ananas? Ah, okay, dann ist das ein Fanshirt, ja? Definitiv. Sehr gut. Ja, vielleicht haben wir auch noch eine Ananas da drin. Ich werde mal nach einem Autogramm fragen. Ja, das ist sehr schön. Gut. So, und wer bist du? Hallo Angelina. Oh, Angelina, ehrlich? Ja, ich kenne auch eine Angelina. Die kommt jetzt gleich hier an den roten Teppich, ja? Ja, weißt du auch mit Nachnamen Croft? Ja. Wow, die Zwillingsschwester von Angelina Croft, das muss ich mir nachher erstmal sagen. Ja, sehr schön. Schön, dich jetzt. Ich nachher ein Auto kommen, ne? Cool. Ja, dann wollen wir auch nicht lange warten. So, dann folgt mir einfach mal bitte auf den, an den roten Teppich sozusagen und Vorsicht, Stufen. Und dieser Stufen-3-Applaus ist für euch! Ja! So muss das sein. Sehr schön. So, jetzt brauche ich einmal 3 von euch hier und 3 von euch da. Einmal durchzählen. 1, 2, 3. Sehr schön. Die Jungs gegen die Mädchen. Und los geht's! So, ihr wisst, was ihr an dem roten Teppich zu machen habt, ja? Posieren, ja, posier mal. Ja. Nein. Aha. Na, ihr müsst natürlich hier richtig Party machen, wenn gleich Angelina Croft und James McDean hier auftauchen. Da muss hier richtig Stimmung sein, ja? Sollen wir es einfach probieren? Machen wir einfach. Ja, ich bin jetzt der Star, ich komme jetzt hier lang und ihr klatscht und jubelt, was das Zeug hält. Wir starten auf 3. 3! Sehr gut. Aber kannst du mir vorstellen, was ich vermisse? Was ich vermisse, kannst du dir das vorstellen? Das Publikum. Sehr gut, genau, das Publikum. Ja, schön. Ja, das Publikum. Wo wart ihr denn? Wir haben das doch extra trainiert. Jetzt machen wir das kurz nochmal. Ich komme raus, wir starten bei 3 und los geht's. 3! Nach meinem Zeitplan geht es jetzt jede Sekunde hier los. Wir erwarten Angelina Croft und James McDean hier an unserem roten Teppich. Ich bin gespannt, was James sagen wird. Hat er einen Kleid an? Was? Ich will keine Limo. Ach, Limousine. Oh, ja, ja. Sehr schön. Ah, wow. Bestimmt 12,20 Meter lang das Ding. Ach, Buongiorno. Schön. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ihr auch? Ja? Ja, Angelina Croft, James McDean! Meine Güte, James, sind all die Leute nur wegen uns hier? Ohne dich hätten wir es nie so weit gebracht, Angelina. Schön, doch. Angelina, James, komm doch noch mal kurz zu mir, ja? So, Angelina, du... James, ehrlich, jetzt bin ich schon fast 2 Meter groß. Ich glaube, du brauchst eine Brille, hä? Ja, ja, egal. Ja, Angelina! Du wurdest jetzt schon so oft für den Golden Slam Award nominiert, dass ich kaum mehr noch mitzählen kann. Ja.
Du spielst in deinem Film ja immer die Schöne, die Anmutige, aber gleichzeitig auch die heldenhafte, taffe und Mutige. Bist du denn jetzt wenigstens etwas aufgeregt, den Preis gleich in deinen Händen halten zu dürfen? Na klar! Ja, schönes Interview, doch. Jinx, in deinen Actionfilmen spielst du immer den Actionhelden schlechthin. Ja, also ich bin schon seit Jahren ein Riesenfan von dir. Ja, also du verkörperst dann eigentlich alles das, was ich gerne wäre. Hier. Also wenn ich du wäre, dann wäre ich du. Ach, komm. Nicht so bescheiden, James. Oh, ich bekomme gerade ein Zeichen. In wenigen Sekunden geht es hier los. Angelina, James, geht ihr doch schon mal rein und nehmt eure Plätze ein und wir machen hier. Ja, das muss natürlich sein. Fanarbeit. Oh. Angelina. Das ist Angelina. Ja, deine Schwester, du erinnerst dich? Sehr schön. Meine Damen und Herren, Angelina Groff und James McDee! Ja! Herrlich, ja. So, ja, dann sind ja alle im Theater. Dann können wir ja mal anfangen. Aber das heißt auch für uns, das war's schon. Ja, folgt mal einfach wieder auf die Tribüne, nehmt eure Plätze ein und nehmt nochmal diesen Stufe 3 Applaus mit, jetzt aber mal richtig! Und herzlich willkommen hier aus Los Angeles zu den großen Golden Sap Awards. Mein Name ist Chris Shark und ich gebe direkt weiter an meinen Kommentator-Kollegen vor Ort. Für Sie ist das diesmal Jamie Foxx. Willkommen zu den Golden Sam Awards. Grüße aus Hollywood gehen in die ganze Welt an die Millionen und Abermillionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Und was für ein Abend uns hier bevorsteht, ist das nicht total verrückt? Heute feiern wir die besten Actionfilme des Jahres, die wagemutigsten, die verrücktesten und explosivsten Blockbuster und ihre Darsteller. Oh, und ich höre gerade schon aus der Regie, wir beginnen direkt mit einem Highlight. Dem heiß ersehnten Award für das beste Action-Duo. Ganze 6-mal nominiert und heute ist es endlich soweit. Lange haben sie darauf gewartet. Ich bitte auf die Bühne die unverwechselbare Angelina Croft und ihren langjährigen Filmpartner und Draufgänger, James McDee, Andy Dale. Jamie, wir haben ein Problem hier. Moment. Da stimmt etwas nicht. Ja, die Awards wurden gestohlen. Die Awards wurden gestohlen. Was? Gestohlen! Gestohlen? Ja, jetzt hat er's. Liebes Publikum, wir schalten in eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder für Sie da. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das hab ich auch gefragt. Oh, Also du
kannst doch nicht. Und wie wir das können. Denk doch nur an Budapest. Oh nein. Bitte nicht Budapest. Exklusives Finale erwarten. Und wollt ihr das?
Superagents und Menschenfigürchen. Award-verdächtig sei das aber noch nicht aus. Ich erwarte da schon ein bisschen mehr. Schaut mal, was mein Cast kann. Award-Game, zeigen wir denen mal, was wir drauf haben. Malen sehen wir hier mit zu Endpunkt. Okay, also mir nach. Folgen Sie mir. Keine Mühe.
Persönlichkeit vorschützen. Auf sie wartet eine bequeme Einzimmerwohnung hinter schwedischen Gardinen. Das sagt man doch so, oder? Hören Sie ihn einfach nur ab. Unfassbar! Hat ihn eigentlich mal jemand gefragt, wo er die Preise versteckt hält? Was? Moment! Aufmachen! Er ist weg! FBI-Supervisor, Sir! Tja, so schnell steigt man euch aufs Dach, ne? Ihr denkt, ich werde mich so einfach geschlagen? Auf gar keinen Fall! Zumindest nicht, solange ich noch ein bisschen gute alte Filmmagie in den Händen halte. Ihr wollt Actionhelden sein? Ich zeige euch mal, was einer ist. Ich brauche kein Stunt-Double, keine Schauspielschule oder Greenscreen. Ihr kriegt mich nicht. Niemals! Wir müssen ihn aufhalten.
Leute, und nachdem die Stuntshow, ja, nicht die Show selber, die fand ich heute nicht so toll, aber die Flammenwerfer haben mich so eingeheilt. Ab geht's zur Jetski-Show. Viel Spaß dabei. Scheint ja alles in Ordnung zu sein für die Badesaison heute. Übrigens, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber wir haben heute eine Tsunami-Warnung reingekriegt. Das heißt, dass Sie eventuell, wenn Sie da vorne sitzen, nass werden könnten. Zu 99,9%. Also es sind noch 0,1% da, wo Sie nicht nass werden. Also schön auf die Handys aufpassen, Kameras und was man sonst dabei hat. Jetzt nochmal auf Englisch. So, everybody who's sitting near the fence have the chance to get wet for 99.9%. Yeah. So, watch your cameras, your little kids, your cell phones, everything that could be damaged. Alrighty then. So, na dann. Ja, und sieht doch alles gut aus. So, ich gehe nochmal eben an die Bar. Ich habe noch mein Kirschbein. Zu. So ein paar arme Schauspieler haben einen Boss hinter Gitter gebracht. Jedoch hat er eine heiße Spur bekommen aus dem Hochsicherheitstrakt. Zwei bekannte Schauspieler werden heute hier erwartet. Manuel Geis und ich werden diese Gelegenheit nutzen und unerwartet zurückschlagen, um die einzige Kopie ihres neuen Films zu zerstören. Die Kinos auf der ganzen Welt werden ihre albernen Namen vergessen. Dieses Mal werden sie uns nicht aufhalten. So, erstmal tarnen und dann kann es losgehen. War zu entspannt. Aber jetzt wird's spannend. Ja, wir erwarten nämlich heute ein frisch ausgezeichnetes Schauspielpärchen bei uns. Ja, sie haben den einzigen Film, den Director's Cut dabei von ihrem neuen Actionfilm. Ja, Sie wissen schon, worum es geht, um wen es geht? Ja? Angelina Croft und James McDean, meine Damen und Herren, werden hier heute erscheinen. Ja, und ich... Oh, Angelina Croft, meine Damen und Herren. Ja, die einzige Kopie der Welt. Ich möchte mal anfassen, einfach... Oh, schön. Das wird ein Kinoerlebnis. Aber sag mal, wo ist denn James? Wo? Auf wie viel Art und Weise kann man denn dieses Gerät fahren? Das ist ja der Wahnsinn. Mann, oh Mann. Guck sich das einer an. Blut ist gegossen. Sehr schön. James, komm doch mal her. Okay, da bist du abgeblieben. Mann, Mann, Mann. Was für ein Auftritt. James McDean, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Ja, das will sie wohl, doch nicht. James, nein, ich auch nicht. James, ja, schön, ja. Hör mal, ich glaube, nach der Anstrengung musst du dich erstmal ausruhen, ne? Komm, ich gebe dir mal deinen Schlüssel für die Suite. Ist ganz schön, wir haben extra neue Bettwäsche da. Die Seife ist auch
Du musst dich weiter darüber stellen. Ah, Wahnsinn. Ihr seid es schon ein falschen Helm. Klasse. Ja, Mr. Security, einmal hier den Kleinen da. Den brauchen wir jetzt mal. Der muss uns nämlich verraten, wo der Film ist. Hä? Ich hab das gesehen. Wo hast du den Film hingetan? Hä? Sag es! Was? Da irgendwo. Schauen Sie mal nach. Angelina, gut festhalten, ja? James, du bleibst schön da stehen. Sieh einfach nur gut aus. Ja! Ja! Ach, da können wir uns ja vom Glück schätzen, ja. Da können wir den Film ja doch bald sehen. Sehr schön, meine Damen und Herren, einen riesen Applaus! Für unseren Security Man! Für Bambi Tarantino! Wow! Natürlich auch für Angelina Croft und James McDean! Danke, dass ihr da wart. Ja. Und für unsere Wave Guys, natürlich. Und jetzt ist die Wave T-Shirt Contest in der Verwaltung eröffnet. Toll! Mano! Oh Leute, guck mich an, ich bin klitschnass. Aber nicht so nass wie der da. Ich hab's voll erwischt, eine Welle. Danach bin ich abgehauen. Ja, da sagt er bei 26 Grad, ihm ist kalt. Mir ist auch kalt. Ich glaub, du solltest mal zum Arzt gehen. Ja, der ist wasserscheu, der ist weit weg vom Wasser. Ich hab eine Wasserallergie. Ich hab keine Excalibur vorne war. Nee, da ist Wasserallergie. Wasserallergie, er will Excalibur fahren. Ich bin aber nicht keine Rafting-Allergie, nur eine Wasserallergie. Ah, so. Das ist ein anderes Wasser. Na dann. Hey Leute, es geht tatsächlich auf Excalibur, ich kann es nicht fassen. Ja, es ist doch viel zu warm hier. Ja, nur weil du dich da nicht in den Wasser gestellt hast. Du bist doch schon wieder trocken. Ja, ne. Ich bin noch schön feucht. Mal gucken, ob das hält, bis ich wieder raus bin. Dann kann ich sagen, Excalibur hat mich mal richtig nass gemacht. Wenn jemand Hunger hat, die Tafel ist gedeckt. Ja Leute, ganz explosiv, nass im Excalibur rein, trocken wieder raus. Naja, dafür ist mein Rücken jetzt nass. Ey, jetzt ist er nass, ich bin trocken. Ja. Irgendwie verkehrt herum. Naja, und wäre schön, wenn die Schlange sich mal wieder die Zähne putzen könnte, dass da mal wieder richtig Wasser rauskommt. Anscheinend scheinen die Zähne verkalkt zu sein. Ja, die sind so ja. Ja, die Fontänen auch nicht so ganz, aber naja, das kennt man ja. Ja, das passiert schon mal. Schon mal? Naja. Ich
glaube, ich habe dieses Jahr einmal erlebt, dass die Fontänen alle liefen an der letzten Halle. Ein paar Mal davon war es ja auch ein Sensordefekt, so gesehen, weil zu viele Boote auf der Bahn waren. Ja, ist für mich aber auch eine Störung. Egal. Dafür geht es jetzt in die Studiotour, weil man hat mir versprochen, da keine Störung. Wir schauen mal. Beim letzten Mal war keine. Stimmt. Wollen wir hoffen, dass auch diesmal ja keine ist. An diesem Ort laufen sie in den Fußstapfen einiger der größten Stars von Film und Fernsehen. Schon so mancher Schauspieler hat es hier zu Weltruhm gebracht. Wer weiß, vielleicht sind ja sie dann oder der Nächste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen in den legendären Moviepark-Studios. Mein Name ist Andy, Regieassistent des weltberühmten Regisseurs und Visionärs Steven Frillberg. Eigentlich würde er euch an dieser Stelle begrüßen. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Er dreht heute nicht nur einen, nicht zwei, sondern drei Filme zugleich. Einer davon ist ein turbulenter Katastrophenfilm, dessen Special Effects und seinesgleichen zu. Der zweite. Actionstreifen voller rasanter Verfolgungsjagden in das Tal zu rühmen. Beim dritten handelt es sich schließlich um einen ausgewachsenen Monster-Blockbuster. Ach, wie schade, dass ihr ihn verpasst. Aber sei es drum, ich fühle mich geehrt, heute hier seinen Platz einnehmen und euch einen kleinen Einblick in den Alltag eines Filmstudios bieten zu dürfen. Ein paar Regeln gibt es hier noch zu. Könnt ihr, hallo? Könnt ihr mich hören? Alles klar. Was machst du denn da? Ich dachte, wir machen die Filme heute zusammen. Ja, natürlich. Also Leute, das hier ist das... Ich bin das Chef-Dragon-Automotive-Aufschlussliste. Ihr könnt mich aber auch gerne Sam nennen. Man könnte auch sagen, ich bin das Innovative. Hey, jetzt hab dich nicht so. Und schlage die Leute nicht länger auf die Folter. Es geht los. Also Leute, ihr habt's gehört. Du beginnt. Bitte einer nach dem anderen. Bitte nichts anderes. Sie auch noch nicht. Der vielen Kameras zu lächeln. Sie glauben gar nicht, wie viele Talente wir auf diese Art und Weise schon entdeckt haben. Leute, ich fühle mich von der Studiotour gemobbt. Mob. Da steht man im Bahnhof, kriegt mit, bei beiden Zügen, wenn sie rausfahren, läuft der Sound. Super. Dann steigt man ein, fährt los, kein Sound. Der Magen mobbt mich. Mob. Ja, und das Rennauto fährt halt nicht, aber das ist erst heute Morgen bekannt. Ja. Muss ja auch erstmal dann geguckt werden wegen Reparatur. Wäre ja schlecht, wenn man dann heute die ganze Bahn stilllegt, die Gäste nicht fahren können, weil sie am Reparieren sind. Ja, wollen wir hoffen, dass es dann morgen wieder geht.
SpongeBob, SpongeBob, SpongeBob. Marilyn, Marilyn, Marilyn. Ich bin schon wieder zu trocken, auch wenn mein Sohn angeblich kalte Füße hat. Haben wir auch. Ja, und ich bin schon wieder zu trocken. Ich brauche wieder Wasser. Ja. Und wo kann man das am besten haben, wie als bei Area 51? Auf geht's! Ziemlich neblig. Die ist zu warm, die bleibt durchgängig. Und auf geht's endlich mal wieder ab in den Time Rider. Ein Muss. Und es wird auf uns gewartet. Cool. Thank you.
gerade aus dem Time Rider raus, aber ich habe vorhin noch vergessen, ein Statement zu Area 51 abzugeben. Schön nass geworden, aber wann fliegt das Flugzeug wieder? Stimmt vielleicht. Aber noch sonst so begeistert im Rückwärtsfahrt, kommt Wasser, ja gut, nur nicht von vorne von dem Video. Aber kann ja alles mal passieren. Oh, jetzt wollen ja welche durch, damit wir mal Platz machen. Ja. Jetzt kamen wir gerade von Time Rider. Ja gut, das Video ist ja bekannt, dass das kaputt ist, dass das unreparabel ist. Dafür finde ich, geben die Mitarbeiter sich gut Mühe, das sehr gut zu präsentieren am Anfang. Ja. Ja. Wenn die Gäste auch noch auf die Mitarbeiter hören würden, wäre alles noch einfacher. Ja. Bitte bleiben Sie in den Reihen. Quatsch. Kreuz und quer laufen. Naja. Ja. Da kann aber das Fahrgeschäft und die Mitarbeiter gar nichts für. Die geben sich Mühe. Die Gäste findest du in jedem Park. Ja, das stimmt. Aber wäre schön, wenn die Kamera funktionieren würde und nicht einfach ein Schwarzbild da ist. Ja, dann, aber so kannst du die nicht. Können sie, die dürfen dich nicht sehen. Ich sehe mich ja auch nicht. Ja, siehst du, damit tun wir es einfach nur das Problem aus dem Weg gehen. Dass du dich in der Vergangenheit nicht triffst. Ja, gut. Aber trotzdem fehlt wieder was. Ja, gut. Aber eins kam heute nicht. Mäh, bitte schneiden Sie sich an. Ein Nichtanschlag für die Abführungsfahrt. Vielen Dank. Das fehlte irgendwie. Siehst du, der ist ein Defekt. Das fehlte. Nein, das ist, heißt, die Gäste haben sich gut verhalten. Oder so. Wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, wenn ich vorher gesehen habe, wie kreuz und quer die gelaufen sind. Und ja, dann wollten, und wie lange das Anschnallen dauerte. Dass sie sich überhaupt nicht anschnallen wollten. Ja. Ja. Und jetzt geht erstmal weiter für uns im Park. Mal gucken, was wir Schönes fahren können. Bitte schneiden Sie sich an. Nee, ich schneide mich hier. Ein Nichtanschnallen führt zum Abbruch des Parks. Ich nehme nur noch Bügel heute, kein Anschnaller. Okay. Leute, es ärgert mich zwar, dass es hier so viele Sachen gibt, die nicht funktionieren. Aber man kann ein Spiel draus machen. Wir gehen jetzt nach Van Helsing. Ich lasse mich überraschen, was funktioniert. Oder wir schließen vorher Wetten ab. Was funktioniert und was nicht. Mal gucken, wer gewinnt. Ich sage, der Nebel funktioniert. Oder ja. Der Foxscreen. Ich sage, die 4 Monitore bei der Auffahrt gehen. Ja, gut, okay, dann lass mich drauf ein. Und die zweite Figur kommt nicht nach vorne. Mal schauen, ob ich recht habe. Beim letzten Mal kam die auch zu spät. Ich habe also bei einer Fahrt erlebt, dass sie gar nicht mehr funktionierte. Aber ja, werden wir sehen. Genau. Wir werden euch danach berichten. Ja Leute, Kurzfassung, der Foxscreen geht. Ja. Alles andere nicht. Doch, der Sound geht, dann wenn du um die erste Kurve kommst, die Klappe mit den Waffen öffnet sich. Ja, aber das Video ist komplett schwarz, die 4 Monitore sind oben aus. Ja gut, auf die Figuren, ob sie jetzt nach vorne gekommen sind, habe ich nicht drauf geachtet, weil ich schon so begeistert davon war, dass ich Bluescreen hatte. Das kenne ich eigentlich nur zu Hause am PC. Die Figuren kamen. Aber da kam auch der Sound, nur kein Bild. Genau. Also es gibt heute nur Ton, Bild, eine Fahrt für Blinde. Immerhin, selbst die haben ihren Spaß. Ja. Ja, jetzt geht's weiter. Ich finde es erschreckend. Hier geht immer weniger und weniger. Ja, und los geht's zur Abschlussfahrt. Star Trek. Operation Enterprise. Los geht's.
Ja, Leute, so geht ein schöner Tag zu Ende. Ein schöner Tag im Moviepark. Hurra, wir drehen einen Film. Na. War wieder ein schöner Tag. Auch wenn ich es nicht gut finde, dass die Attraktionen nicht richtig laufen. Aber naja, man kann ja auch so Spaß haben. Ja, wir hoffen einfach mal, dass es denn jetzt besser wird. Ja. Ja, jetzt ist eher wieder schlechter geworden, leider. Ja, ey, letzte Woche bin ich hier weggefahren und da war ich begeistert. Geil! Es geht vorwärts. Und ja. Rückwärts. In doppelten Schritten, leider. Ja, normalerweise gehen die Vorwärtsgänge doch schneller. Ja. Ja, wollen wir es hoffen. Aber wie gesagt, trotzdem hat man einen schönen Tag. Genau. Der Tag wird immer so schön, was man daraus macht, sage ich immer. Ja. Und trotzdem kann man dieses bemängeln und sagen, nee, das finde ich nicht toll. Weil wenn ich von Helsing fahre, kein einziges Video sehe und so weiter, dann ist das nicht von Helsing, dann ist das einfach eine dunkle Achterbahn. Die nicht dunkel ist. Ja, durch den Blue Screen. Ja. Die dann die viel zu hell ist. Das ist natürlich dann blöde, finde ich nicht so schön, aber was soll man machen? Mehr als es angeben und melden, dass es da Probleme gibt, kann man ja nicht machen. Ja, richtig. Genau. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns diesmal hier. Tschüss. Das, für die Leute, die es noch nicht haben, das Abonnieren nicht vergessen, die Glocke drücken. Ding dong. Und dann sehen wir uns. Ja, lasst auch gerne ein Like da oder Kommentar. Ja. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Fahrt und Freizeit, Willi, nur für euch unterwegs on Tour.